Lisa, Mali, Lina, Mali, Antje Schumacher und du, ihr vier, sind der harte Kern. Weil jeder der Mädels, die hier waren, zwar noch, haben auch immer von dir gesprochen. Wer war denn alles hier? Maddie Juno. Madeleine Juno. Eine meiner besten auch. Und Madeleine war hier, auch die, Alexa Faeser war auch Alexa hier. Alexa auch, ey, Lexi habe ich jetzt so, und ich habe auch die Mädels hier immer ordentlich supportet und alle Richtig. Haben immer von dir erzählt. Mhm, auch schon ganz, auch schon letztes Jahr und so, das auch 2018 so schon und so, haben von dir erzählt, alle. Und wir haben auch in Interviews schon von dir gesprochen, also richtig so erzählt. Voll schön. Genau, die letzte, die hier war, war die Madeleine. Wegen ihrem Album, was einfach fantastisch geworden ist, genau, oder? Genau. Und dann habe ich bei Instagram gesehen, weil die haben alle gesagt, du musst ihr followen und so. Und haben richtig so gesagt, jetzt follow ihr und Dings, lad die ein und so. Also richtig hart Werbung gemacht für dich. Ey, die sind so geil. Und dann haben wir auch, aber wir hatten keinen Termin gefunden, jetzt hat es endlich geklappt. Jetzt hat es also, endlich geklappt. Also herzlich willkommen in Dankeschön. Der Niedergut-Show. Vielen, vielen Dank. ja. Ich vermisse eigentlich, ich wollte noch von dir ein Poster, ein Fanposter oder ein Album hinlegen oder so. Und jetzt habe ich gar nichts Gibt's auf meinem jetzt Tisch gar von dir. Nicht. Ich bringe dir das nächstes Mal mit. Ich schätze, dann haben wir nächstes Mal alles. Emily noch, Roberts, ja. Ich habe keinen Merch. Du hast keine Keine Merch. Poster, keine Autogrammkarten. Kriege ich auch ab und zu jetzt so. Anfragen. Aber machen wir alles jetzt mal irgendwie bald, ja? Machen wir bald alles. Du hast doch gar nichts. Nee. Nur deine unfassbar fantastische Stimme. Dein Beauty-Face und ein geiles Album. Schon ein bisschen länger. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß, aber du bist jetzt erst hier. Ja, danke schön. Ja, und ich bin süchtig nach einem Song auf deinem Album. Na? What If. Geil, danke. Das ist auch der Favorite von meiner Mama. Ja? Ja, und meine Mama. Aber hast du den Song geschrieben? Ja, klar. Auf meinem letzten Album habe ich jeden einzelnen Song komplett alleine aber geschrieben. Aber das ist krank, weil der Song hört sich an, als wäre der irgendwie vom Songschreiber von der, wie heißt die Blonde aus Amerika, die alles abrollt? Taylor Swift. Genau. So, wenn der jetzt sagen würde, ah, die hat... Die schreibt aber auch viel selbst, ne? Ja, also, oder vielleicht hat sie... Ne, aber so klingt das. Dankeschön. Das klingt nach einem Rihanna-Song Dankeschön. Oder so. Dankeschön. Das ist krank. Warum, seit wann kannst du das? Songs schreiben. So in der Art Songs schreiben. Ist ja nicht so ein Song. Das sind krasse Songs. Dankeschön. Wirklich wahr. Mm. Ich freue mich so auf die neuen Sachen, die vor allen Dingen kommen, weil das Zeug habe ich halt alles geschrieben. Da war ich saujung, ne? Also da war ich, das geht los teilweise Songs, die ich mit 16, 17 geschrieben habe und dann 19 einiges. Von wann ist der Song Put It on the Table? Put It on the Table. Oh Mann. Warte, von wann ist der? 2014 vielleicht? So lang schon. Also da war, ne? Ey, da hatte ich einen richtig krassen Streit mit meinem damaligen Freund. Der aus London. Der aus England. Der aus England. Und ich wusste, einer verschweigt hier irgendwem was. Kennst du? Weißt du? So? Ja, ja. Du riechst und, das, ne? Und, ich muss mich kurz wieder dran, es ist so lange her. Der Song geht eigentlich darüber, wenn du heimlich versuchst, deinen Partner ein bisschen zu verarschen, unterbewusst, versuchst du ihm was vorzugaukeln, weil du selber nicht willst, dass es stimmt? Kennst du das? Weißt du, was ich abstrakt damit meine? Deswegen, I know I played the card. Why was I shocked when you put it on the table? Okay, also er hat so gesagt und du hast dich ertappt. Er hat mich so ertappt, Aber ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwas zwischen uns steht. So, wenn du versuchst, einer Person so nahe zu kommen und du merkst so, den letzten Meter kriege ich nicht hin. Es geht nicht. Was ist da los? Hast du es rausbekommen, was los war? Aber einiges los bei dem, Alter. Ist hier nicht mehr mein Problem. Aber wir haben schon festgestellt, du hast wirklich das Beste draus gemacht. Davon kann man sich wirklich ein paar Scheiben abschneiden. Du hast aus ihm das Beste rausgezogen, was Weil man rausziehen konnte. Weil er mir konnte. Das Schlechteste gegeben hat, habe ich das Beste draus gemacht. Aber wie großartig von dir, dass du das ins Positive, ne? Dass du das, ne? Aus dem Schlechtesten kann man noch was Gutes ziehen. Voll. Auch wenn es nur die geilsten Songs auf der Welt sind. Deswegen liebe ich diesen Beruf so, weil es ist mein Job, meinen emotionalen Müll zu verarbeiten und Songs draus zu machen.
Ich habe mit Johannes Oerding gesessen und der hat, wir müssen das noch hinschreiben, wir haben ja alles neu gemacht und diese Bar, die da hinten ist, die holen wir immer für Wohnzimmerkonzerte. Müssen wir euch auch mal einladen. Hey, voll gerne. Und dann spielen wir vor 30 Leuten, Niedergutabend ist das und jetzt kommt Nico Santos und wir machen so Tapas, weil er auf Mallorca kommt und so. Also wir machen nur so kleine Abende. Also wird bestimmt, das wäre für dich wir doch optimum opti. Tea Time machen. Ja, Englisch. Half English, you know? Und dann gibt es Pommes und Fish and Chips oder so. Irgendwas. Ja. Was ist irgendwas Frittiertes. Irgendwas halt. Irgendwas oder Baked Beans oder so. Irgendwas Beans mit on Toast. Beans on Toast, ja. I love it. Was denn? Ist doch nichts auszusetzen. Mature Cheddar rein in den Topf, wenn du die Bohnen erwärmst. Wir müssen das dann so mit so einem Plattenkocher bereiten. Aber du hilfst mir dann? Ich mach das doch. Ja? Wirklich? Ich mach das doch. Safe. Crumpets. Weißt du, was Crumpets sind? Ja. Heaven on a plate. Okay. Als ich das letzte Mal in London war, habe ich mich nicht primär aus finanziellen Gründen, sondern einfach, weil ich so Bock hatte, eine Woche von Crumpets ernährt. Jeden Morgen Crumpets mit Olivenöl und Salz. Okay. Klingt erstmal einfach wirklich unterirdisch. Göttlich. Es war so gut. Oh. Ich mache ja wie die Emily. Hast du auch Tee? Ja, Milch in deinem Tee. Ja, I love it. Ja. Wenn Zucker oder Honig? Wenn überhaupt. Ich mach nix. Okay, ja. Wenn du musst. Zucker. Also jetzt im Tee? Ja. Ja, nee, so Honig ist wenn es mir schlecht geht, dann nehme ich den Honig. Okay. Und ansonsten nichts. Voll Honig. Voll Honig bei mir immer. Hast du auch so guten? Ja, so guten ich habe total schönen Honig gerade. Ja? Schön Honig aus Deutschland habe ich gerade. Aus deutschen Lande. Aus dem deutschen Lande. Steht da nämlich auch so dick drauf, fand ich weird, aber finde ich gut, weil lokal. Ja. So versuchen wir generell alles irgendwie lokal und seasonal zu kaufen. Kannst du kochen? Ja, natürlich kann ich kochen. Ja? Ja. Du auch? Koch voll gerne. Was kochst du gerne? Ich kann gut kochen oder ich koche gerne, sagen wir so. Backen nicht. Backen macht meine Mama. Backen finde ich so schwer. Darf ich mal probieren? Klar, ist für dich. Geil, danke. Backen finde ich so schwer. Du bist auch die nimm mal, ich sag da entweder kochen oder backen. Die wenigsten können beides. Also ich habe früher als Kind mega viel immer am Ofen gestanden. Wir können Essen umdrehen. Und dann, wir hatten so ein altes Kochbuch und es gab so eine Zeit, da war, wie alt war ich da? Vielleicht so 11, 12 und meine Mama war manchmal abends so weg auf so Events und dann habe ich einfach angefangen, immer so Croissants zu machen selbst und Kuchen zu backen einfach selbst zu Hause nachts, weil ich nicht schlafen konnte. Und dann kam meine Mutter immer nach Hause und ich habe wirklich richtig gute Croissants gemacht und das ist nicht leicht. Und dann dachte sie so, okay, vielleicht endet sie in der Küche. Aber here we are. Hier sind wir. Deine Mama ist ja diejenige, die aus England kommt. Mega. Nein, sorry, das steht in dem Text falsch. Falsch. Mhm. Mach gleich mal auf. Mein Papa ist Engländer, sorry. Das ist mir erst letztens aufgefallen, dass es da falsch steht. Ja gut, kann man ja super drüber reden. Mhm. Woher denn? Woher kommt denn der Papa? Sorry. Alles gut. Farnham, sorry. No, that's the part of England, you know? Sorry. So klingt das, wenn man richtig hier British und nicht hier die Wannabes, die immer so mit den Accents so nachmachen. Hier sitzt man das Original. Sehr gut. Nothing beats a good fake British accent, da? Das klingt einfach sexy. Man kann machen, was man will, ne? Danke. So. Well, thank you, darling. Außer wenn es dann so asozial wird. Ich liebe es. Finde ich auch. Muramasa. Kennst du Muramasa? Mm-mm. Mega Producer aus England und der hat einen neuen Song, ein Feature mit Slow Tie. Mm-hmm. Kennst du The Streets? Ja. Ja. Ähnlich vom Dreck, vom Straßendreckniveau her. Ah, cool. So geil. Hör dir den Song Deal With It. Der Song heißt Deal With It. Hör den der an. Gibt es auch jemanden aus der deutschen Szene, wo du sagst, oh, den vergötter ich oder die? Ja. Außer deine Mädels. Deine Mädels, ja klar. Nee, sag ruhig, das ist Quatsch, was ich sage. Sag ruhig. Ich wollte gerade sagen, also meine Mädels, ich habe den allergrößten Respekt vor dem, was Lea gerade reißt. Unglaublich. Und dabei ist sie einfach noch der netteste Mensch auf der Welt. Antje ist super krass. Antje schreibt gerade ein zweites Album, Antje Schumacher. Und ich habe natürlich schon ein paar kleine Sachen gehört und es wurde einfach mega schön.
Lina ist eine der begnadetsten Texterinnen, finde ich. Ja, ganz schön malen. Die hat mir so ein Bild gemalt. Voll, die hat da gesessen voll. Einfach so, ich so, mein Gott. Ich bin Gänsehaut bekommen. Ich liebe meine Bilder, ist so schlimm. das sind einfach wahnsinnig talentierte Frauen. Maddie, Juno, was Maddie jedes Mal, also wirklich, ich hab den allergrößten Respekt halt vor meinen Freundinnen. Und ich habe das große Privileg, diese Menschen meine Freundinnen nennen zu dürfen, weil es sind so Knallerfrauen einfach. Es ist echt schön, dich jetzt kennenzulernen, weil zum Beispiel, wie lange kennst du Madeleine? Maddie kenne ich jetzt seit 2,5, fast 3 Jahren. Das war total witzig. Maddie war einer der Gründe, warum ich nach Berlin gezogen bin. Du kommst aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Mhm. Und wir sind, wir hatten dieses riesen Frühstück alle zusammen. Das waren, glaube ich, dann 20 weibliche Künstler aus der Musikbranche. Das hat Lina erzählt. Ja, genau. Und da habe ich Maddie erst richtig mehr kennengelernt. Und wir waren bei ihr zu Hause und sie hat halt hinten Zimmer frei. Und ich war so, okay. Und habe dann innerhalb von einer Woche entschieden, dass ich nach Berlin ziehe. Und bin einfach in das kleine Zimmer hinten bei denen eingezogen. Das war so schön. Wir haben 2 Monate nur zusammen gewohnt, dann haben wir die Wohnung aufgegeben, weil die war viel zu groß. Aber das werde ich nie vergessen. Maddie ist auch eine begnadete Köchin. Guck mal da. Maddie in der Küche. Ich würde die sofort heiraten, die Frau. Sofort. Wahnsinn, Wahnsinn. Weil ich kenne Madeleine, da war sie echt noch richtig jung. Da hat sie mal bei so einem Song-Contest mitgemacht. Oder unser Song für Deutschland oder irgendwas hat sie mitgemacht. Für ein ESC mal irgendwas. Ja. War die richtig jung? Mit 16 ging das ja alles los bei ihr mit Error, ne? Ja, und da war sie schon bei mir. Krass. Deswegen war halt schön und deswegen. You go way back. Ja, ist cool. Das schön, euch jetzt so zusammen zu sehen und dich kennenzulernen. Das ist echt schön. Du hast mit ganz, ganz klein schon gesungen, ne? Habe ich das irgendwie. Ja. Also, wenn man dein Talent hat, ist ja klar, dass man da irgendwie damit geboren wird, oder? Ich bin auf jeden Fall also die Leidenschaft kannst du, glaube ich, nicht so krass anerziehen. Also, ich glaube, du musst ein bisschen was an Grundtalent mitbringen, auf jeden Fall, und auch vor allen Dingen die Leidenschaft dafür. Das muss dich so glücklich machen, das Singen, dass du den ganzen Struggle mit in Kauf nimmst. Sonst lohnt sich nicht, ne? Für Leute, die das nicht lieben, Entschuldigung, ich fasse hier die ganze Zeit drauf, die sollten es nicht tun. Aber weißt du, mit 13 klang ich halt auch noch nicht gut. Ich klang noch nicht gut. Ich habe Aufnahmen von mir. Mein erster Freund hatte seine eigene Band, ne? Und ich fand es so cool immer. Die hatten so einen Probekeller. Und dann haben wir einmal zusammen auch Aufnahmen gemacht. Ich habe mir es danach angehört. Ich so, it's not that good. Es hat sich besser angefühlt, als es sich angehört hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss das ein bisschen üben. Und habe mir immer selber zugehört mit Monitorsound beim Singen. Und so habe ich erst auch meine Stimme entwickelt, weil ich super viel gesungen habe. Deswegen für jeden, auch der denkt so, oh, ich kann nicht singen oder ich traue mich nicht, einfach ganz, ganz viel üben. Auch auf das hören, was andere sagen. Manche könnten nicht singen. Aber man kann sich das auch total antrainieren, die Stimme. Ist auch ein Muskel halt, ne? Wenn die Grundlage da ist, wenn das muss Grundlage man wirklich sagen, ist, ja. Ne? Wenn das Talent klar, da ist. Klar, wenn du 1,50 groß bist, dann wirst du auch kein Runway-Model. Genau. Deswegen so ein bisschen muss was an eben ne, Grundlage da sein, aber dann lohnt sich Üben ganz heftig doll. Wie war denn dein Ananas-Song? Ananas-Song war ein Smash. Kannst du den noch? Was denn? Weil es gibt ja auch dieses Foto davon. Ne? Nee, das kenne ich nicht. Ah nein, das ist in meinem Instagram-Feed auch irgendwie ganz weit unten drin. Da stehe ich als kleines Mädchen in einem Unterhemd nur und dieser Gitarre. Und das war auch der Tag, an dem der Ananas-Song entstanden ist und vielleicht auch wieder gestorben ist. Weil ich glaube, die Lyrics waren einfach. Ich glaube, es ging alles im Rahmen Ananas-Song. Mhm. Über halt 2 Seiten gedruckt. Akkorde gab es nicht einfach offen oder musst du weit, weit runter? Ich will das Bild sehen jetzt. Weit runter, also wirklich ganz am Anfang von meinem Feed ungefähr. Hier, tack, 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 tack. Oh, da war Lina auch. Ich habe euch zusammen gesehen
Das war das, wo die Mädels da waren und gesagt haben, oh mein Gott, Aline Mediabob, das ist so geil, das ist so geil. Da habt ihr ein Video, aber das habe ich dann nicht mehr gefunden. Das hast du bei Instagram gepostet und habt ihr so rote Lippen alle gehabt und habt so In This Together gemacht. Das und ist so. Mein Musikvideo für In This Together. Nee, das war irgendeine andere Szene. Ich weiß nicht mehr richtig. Es war richtig cool. Ihr habt so, wahrscheinlich war es ein Backstage-Video einfach oder irgendwas. Nur, ja, okay. Und ihr habt alle so... Ne, die Mädels waren auch dabei. Ja. Und die haben so. Die haben alle gezwungen, sich weiß anzuziehen und sich rote Lippen genau, zu malen. Genau, das sah so ein Backstage-Ding. Das sah mega geil aus. Ja, die Szenen davon sind ja auch mit im. Da, guck, wirklich mein zweiter Instagram-Post. Oh mein Gott. Oh ja. Die Haare sind immer noch genauso gepflegt. Wie sieht's denn mit Haare waschen aus? Also wäschst du gerne. Nee. Mach ich. Habe ich heute Morgen erst gemacht. Nee, ich meine, wäschst du gerne die Haare oder bist du eigentlich vom Herzen her ein Dreadlock-Mädchen? Ich wasche sie mir ein bisschen zu viel auf. Ich wasche mir jeden Tag meine Haare und ich weiß, man soll es nicht tun. Ja, und du? Boah, vielleicht zweimal die Woche. Guck, can't do it. I can't do it. Warum? Weil ich da drin bin. Die sehen einfach scheiße aus. Wirklich? Tag. Ja, und ich gucke auch immer so was vom Shampoo. Trockenshampoo war noch nie mein Ding. Meine Mitbewohnerin, Caro Kult. Bei den meisten Mädels sind, die benutzt auch ganz viel Trockenshampoo. Aber ich habe ja auch dunkle Haare. Ja, ja, und bei den Blondinen ist es easy, aber bei dunklen Haaren sieht es aus, als hättest du irgendwie so weißen Ansatz oder Aber Schuppen das gibt's ja in deiner Farbe, das Trockenshampoo. Guck, es ist für mich. So, Trockenshampoo ist für mich immer noch so aus den 70er Jahren oder 80er Jahren behaftet. Oder neu, weißt du, so. Ich kannte das von damals gar nicht. Ich habe gedacht, das ist neu. Gab's das damals schon? Das gab's doch schon ewig. Weiß ich nicht. Das gab's doch schon ewig. Das war doch immer so der Trick damals, habe ich gehört. Ja? Von meiner Mutter. Guck mal da. Hat meine Mutter mir erzählt. nee, deswegen wasche ich mir jeden Tag die Haare. Das ist nicht gut, das weiß ich. Aber that's my jam. Ich muss auch morgens duschen, um wach zu werden, um meinen Tag zu starten. Ja, das ist richtig. Ja. Sonst werde ich nicht. Wenn ich mir dann nicht die Haare wasche, fühle ich mich, als hätte ich nicht richtig geduscht. Okay. Macht es nicht nach. Du auch nicht. In this together. Ja. In this together. We're in this together. Together, together, together. So, bist du jetzt, wie ist es gekommen, dass du jetzt dass du die eigentliche Dschungelkönigin bist? Wie ist das gekommen? Das ist spontan total oder lange geplant? Fragen immer alle, als wäre das so, eine Fee kam angeflogen und hat es mir verraten. Ja. Aber da bewerben sich halt einfach die Labels drum. Ne? Wirklich echt unromantisch. Aber wir haben halt einfach diesen Pitch gewonnen damit. Macht auch echt Sinn mit dem Song. Ich finde halt auch Lyrics, ne, passt schon sehr gut. Weiß ja, passt schon sehr gut. Passt schon sehr gut. Und da haben ja auch tolle Leute Dschungelsongs vor dir gemacht. Ey, ja, voll. Also deswegen, ich bin super, super happy. Und ich glaube, es ist so die Mischung zwischen diesen ganz internationalen Sound von dir und natürlich die Lyrics in This Together. Ist ja auch so. Sollen sich mal die Leute, die da drin sind, eine Scheibe von abschneiden. Weißt du was? Aber ich glaube, die haben den halt einfach nicht noch einmal, ich glaube, die haben den noch nie gehört. Ich glaube, die Leute, die im Dschungel sind, ich glaube, die haben den Song noch nie gehört. Ja, krass. Die sind ja komplett abgeschottet. Hm. Ja, klar. Ja, achso, die hören den Song erst danach. Ja, ich wurde auch einmal gefragt, so, würdest du vielleicht auch in den Dschungel fahren? Und ich bin so... Wenn ich da hinfahre und in dieses Camp gehe, keiner kennt mich. Die sind alle so, wo ist Dr. Bob? Weil keiner weiß, wer ich bin natürlich. Gut, das geht ja mit den meisten so. Weil der Song... oder? Ich weiß auch nicht, wer die ist. Nein, oder? Nee, ich war nicht zu alt, aber ich guck da und denk so, okay, die eine wusste ich von DSDS und dann Dings und dann... Nee, aber ich kannte auch am Anfang nur eine Person weil wir eine gemeinsame Freundin haben, die ist Schauspielerin aus Hamburg. Wir haben eine gemeinsame Freundin, ich habe den Dude schon mal in ihren Stories gesehen. Und daher habe ich das Gesicht erkannt. Aber guckst du Dschungelcamp? Ja, irgendwie schon. Ja. Aber zuerst wollte ich nicht. Und jetzt ist man doch drin. Ne? Man kommt ja nicht drum. Die Stunde danach ist lustig. Da bin ich am Sonntag live auf RTL. Willst du noch ein bisschen Tee holen, bitte? Wäre das möglich, steht direkt dort. Well, thank you. Ja, Emily hat keinen Tee mehr. Ja, Emily, ich habe auch einen Zucht drauf heute mit dem Tee. Beim nächsten Mal, wenn du kommst, gibt es nicht nur Tee. Da kommen wir ein bisschen später dann.
Ein bisschen später dann. Gito. Ja, was ist denn, was trinkst du denn gerne? Alkohol. Mhm. Habe ich alle deine Mädels gefragt, aber die haben eigentlich von alleine angefangen, darüber zu sprechen. Über Saufen. Ja, Lina auch. Und so. Die haben alle gesagt, dass sie gerne trinken. Was trinkt Lina gerne? Was hat sie gesagt? Weißt du noch? Maddie. Maddie habe ich auch schon. Irgendeiner hat gesagt Wein, sehr gerne Wein. Ich glaube, es war Maddie. Voll Wein. Sie wollte Weißwein, glaube ich. Genau, Weißwein immer. Wir waren letztes Wochenende gerade erst bei Maddie zur Housewarming Party. Da floss viel Sekt vor allen Dingen auch. Ich bin ein bisschen eine Sektmaus geworden. Ja. War ich vorher überhaupt nicht. Ich war immer so, Prosecco, Cremant oder doch Champagner? Was? Na ja. Egal, wenn es Champagner gibt, ich nehme Champagner. Nimmst du dann Champagner? Keine Frage. Mhm. Ja, ab und zu habe ich auch einfach Bock auf so ein Glas Sekt. Krass. Weil es so die Stimmung hebt. Ich finde es total schön manchmal. Zurzeit trinke ich echt nicht viel, weil ich die Zeit nicht habe, verkatert zu sein. Aber mal jetzt mal ganz ehrlich, von so einem Gläschen Champagner ist ja in Ordnung. Ja. Oder gestern wird man ja nicht verkatert. Gestern wurde mir eins hingestellt und ich war so, fühle ich nicht, Mann, fühle ich nicht. Ja, man muss es fühlen, ne? Ja, und dann ist es total schön, mal anzustoßen, finde ich irgendwie auch. Aber ich habe meinen Alkoholkonsum krass runtergeschraubt, aber schon sehr runtergeschraubt und habe auch gar nicht so das Bedürfnis zu trinken momentan. Es ist irgendwie voll nice. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich 2 Wochen erkältet war. Ja, aber es geht, aber im Moment, ne, geht es ja so ab bei dir. Also ich habe momentan keine Zeit. Erzähl mal, wie das so ist. Das war bestimmt, ich sag mal, gefühlt für dich von, das heißt über Nacht, aber es ging ja auf einmal ab. Wirklich, es war so, mein Manager und ich haben vor Silvester gesprochen und er war so, Emily, du hast jetzt noch eine Woche und dann hast du keine Zeit mehr. Also paar Dinge, nehm dir mal ein paar Tage frei. Und dann habe ich mir um Silvester so 3 Tage freigenommen, bin in so ein einsames Landhaus gefahren. Alleine? Fast. Okay. Aber mit so einer ganz kleinen Gruppe einfach nur chillen. Und dann wurde ich mega krank. Super, super. Meine Ferien. Mein einziger Urlaub dieses Jahr. Ach, du warst dort so krank geworden? Okay, der Klassiker. Am 1. Januar übelst erkältet aufgewacht. Okay. Aber war super. Und dann wusste ich so, okay, es geht jetzt los dieses Jahr und ich werde erstmal richtig durchballern müssen. Und ich habe total Bock einfach nur. Weißt du, man wartet so ja einfach schön auf diesen Moment als Musiker. Ne? Ich meine, ich habe jetzt irgendwie 26 Jahre, vor allen Dingen, also seit ich 19 bin, weißt du, ist Beruf, blablabla. Das mit dem Sprechen kann ich nicht so gut, das mit dem Singen besser. Deswegen. Aber die Gesten unterstützen das. Ich verstehe dich immer, egal was du sagst. Ich verstehe dich. Voll. Klar, ich weiß, dass du das verstehst. Nee, also deswegen, ich bin ja schon lange hauptberuflich Musikerin und jetzt auf einmal ist es halt echt so busy und es ist total schön. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Du weißt es nie, es kann in 2 Wochen vorbei sein, wenn das Dschungelcamp vorbei ist. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, weil wer so viel kann wie du, da ist das nicht so vorbei. Dankeschön. Wir planen auch gerade eine EP. Ja, erzähl mal, wie so ein bisschen Ausblick. Ja. Also ist jetzt hier klar, dein Song, dein letztes Album war ja von 2018, ne? Voll. An dem habe ich auch viel zu lange geschrieben, weißt du, da waren so alte Songs noch drauf. Deswegen, ich freue mich einfach überkrass, neue Mucke zu releasen. Ich habe so viel geschrieben letztes Jahr. Es war letztes Jahr auch so viel los in meinem Leben, irgendwie so viel ist passiert. Und jetzt habe ich das ganze Material und habe so Bock, es einfach rauszuballern. Wie schön. Deswegen, ich habe eine kleine EP zusammengestellt, jetzt mit meinen Favorites gerade, die jetzt so, es wird sich, glaube ich, alles ums Thema Beziehungen handeln. Und deswegen habe ich das so thematisch ein bisschen zusammengestellt. Und du musst noch zeigen, wie man das meiste aus seinem Ex-Freund rausschröpft. Was musst du noch machen? So als Ratgeber. Ja, mit der EP kommt, glaube ich, auch die Gebrauchsanweisung dafür. Einfach anhören, ja, echt, ey, wirklich. Aber, also, ich sag's lieber nicht. Doch, hau raus, wenn du nicht willst, schneide ich's raus. Nee, ich will immer nicht so schlecht über den reden, aber dann singe ich halt einfach drüber. Nein, es ist auch alles gut, da ist auch kein böses Blut mehr, das ist alles in den Songs. Aber es ist gut, dass er nicht mehr da ist. Voll. Ich finde, weißt du, jeder, der dich unter deinem Wert behandelt, das ist immer das Schwierige, Selbstwert, wie nimmst du das selber wahr, wie doll liebst du dich selbst und wie lässt du andere Leute mit dir umgehen. Und wenn einem auffällt, dass ein Mensch
also einfach unter aller Sau behandelt und dich nicht respektiert. Trenn dich, Alter. Und es liegt nicht an dir, sondern es ist ja ein destruktiver Mensch. Es liegt ja also an ihm. Du bist ja austauschbar. Aber das ist ja, das, um das zu verstehen halt, ne? Dass man, dass es nicht an dir liegt. Du bist nicht scheiße, hässlich und ekelhaft, sondern das kommt aus ihm raus. Manche Leute spielen einfach wahnsinnig gern und brauchen das irgendwie. Brauchen das irgendwie, diese mentale Stimulation, ständig irgendein Mindgame am Laufen zu haben. Klar, ja, genau. Das trifft es ins Schwarze bei dem auch. Und man muss halt lernen, sich davon zu distanzieren. Wenn du eine Person so doll liebst, dann ist es ganz, ganz schwer, den Fehler nicht bei sich zu sehen oft. Ne? Weil das ist so, du siehst, Frauen vor allen Dingen auch, man sieht immer den Fehler. Ach, so gut ist ja, weil du wirkst ja so stark und so, ne, so, lustig und stark. Und als könnten dir niemand was anhaben. War das immer so? Oder ist es so gewachsen? Das war vor allen Dingen nach dieser Trennung. Also nach dieser Trennung, ich habe da so viel Scheiße gefressen in dieser Trennung und musste erst mal eine Weile drüber nachdenken, was ist da passiert? Was hat der eigentlich gemacht emotional? Diese ganzen Games, die vor allen Dingen auch so Narzissten immer dann spielen, das verstehst du ja oft erst viel später, wenn es durch ist. Ne? Und dann habe ich gemerkt, so, okay, das war's. Das war mein Level an Bullshit, den ich akzeptiere. Ab jetzt ist voll. Kommt nichts mehr hier in die Tüte. Und dann hatte ich auch einen ganz, ganz netten Freund, der, also karmamäßig dann kam, weißt du? So, deswegen, und da habe ich gemerkt, so krass, man muss nicht Arschlöcher daten. Aber es ist toll, dass du den Arschloch einmal hattest, weil das ist wie so eine Impfung. Voll. Du riechst es jetzt. Ja. Weißt du, es ja, ist genau, so, es ist halt, ich kenne niemanden genau. wie dich, Alter. Ciao. Wirklich. Ja. Ja, voll, genau. Ja, ich bin auch froh, dass es mir passiert ist, als ich so jung war. Eben. Irgendwie. Weißt du, nicht, dass man mit so jemandem verheiratet ist, ein Kind, sonst irgendwas, dann ist schon eine ganz andere vorbei, Nummer. Ja. Jetzt bist du richtig schön geimpft fürs Leben. Ja, ja, ich glaube, mein Bauchgefühl, was Menschen angeht und so, super entwickelt, ist besser ne? geworden. Und man geht auch mal, umso älter man wird, man geht auch mit mehr Vorsicht in Dinge rein. Ne? Du singst ja noch für uns ein Unplugged, ne? Ja. Welchen Song oder welche Songs? In This Together. Ja, das ist klar. Oder? Und noch ein. Sollen wir noch einen machen? Können wir noch Kann einen ich mein machen? Lied hören? What if? Fitz. Ja, voll gerne. Ja! Voll gerne. Ja. Das kann ich sogar selbst spielen. Ja? Das kann ich sogar selbst spielen. Geil. Hier, könntest du das hier spielen jetzt? Ja. Ja? Klar. Geil. Hab ich, ja. Ah, und okay, cool. Noch, guck mal, gibst du mir mal gerade die Dings und hier ist noch was. Du bist ja 1993 geboren. Ja. Also warte mal, zuerst mal daten wir uns, keine Arschlöcher daten, aber wir daten uns nämlich für ein Wohnzimmerkonzert mit Emily Roberts und du kochst Baked Beans mit mir. Und Toast. Und Toast? Das, Beans und Toast. Du darfst ein Refrain dir aussuchen, was du mit mir zusammen in einer hässlichen Karaoke-Version singen möchtest. Ich kann nichts dafür, es ist dein Geburtsjahr. Ich kann nichts dafür. Das ist wirklich wahr. Naja, der hier. Was ist das? Okay. Okay. Ey, ich finde es mega. Ich finde es ein Megasong, oder? Wir müssen noch so hässliche 90er-Sachen jetzt um uns machen. So. Du gibst den Ton vor, Baby. Ich weiß nicht, ob ich die Melodie sauber hinkriege. Wenn nicht, spielt der Rosi oder der Grötzi, spielt haben uns wir das ein, mal haben vor. Haben wir ein kleines... Haben wir was? Kannst du das mal kurz anstimmen? Ace of Base, All That She Wants, aus dem Jahr 1993, das Geburtsjahr Smash. Von Emily Roberts. Wo bist du geboren? In Hamburg. Du machst du so ein bisschen, kannst du so ein bisschen... Plattdeutsch? Nee, Digger ist das Maximum. Weil du bist eher, ich höre fast ein bisschen Berliner raus. Alter, eher. Ich habe mir angewöhnt, super schlecht zu Berlinern. das ist ganz schlimm, meine Mama ist Fotografin, kennst du Maxi Arland? Ja. Ja, wir waren mal mit Maxi im Urlaub, weil meine Mama ist Fotografin und die fotografiert halt Promis auf Hochzeitsreisen und sowas, weißt du? Vicky Heiner Lauterbach. Ach, krass. Und bei Maxi waren wir damals mit. Und du weißt ja, wie er spricht. Und da war ich, glaube ich, wie alt war ich da? Halt 13. Das ist drin. 13 ist drin, und ja, kam ja. aus dem Urlaub wieder. Und hast klang wie irgendwie jemand aus Berliner Bayern. Rotz. Nee, ja. Ist ja Bayer, stimmt. Ja, ja. Das heißt, du hast
das heißt, du hast ein Talent, um so Dings nachzumachen, so Dialekte nachzumachen. Dialekte. Wenn du urbayerisch wie der Maxi redest, ja, dann ist ja klar. Sowas, ich mache viele eher schlecht als recht, aber ich lasse es mir auch nicht nehmen. Gerne so die hässlichen. Nicht, dass es irgendwelche gibt. Spaß, wir sind alle. Wir wissen alle, dass es die gibt. Ja! Yeah! Woo! Tanzen auch oder geht? Ja. So ein bisschen, nee. Komm, nein. Was? Hat jemand Nein gesagt? Wir tanzen sitzen. She leads a lonely life. Mach mal lauter, weil du singst schöner als die. Langes Instrumental gibt's in 2020 nicht mehr. Nee, Gott sei Dank. Und die Radios haben schon ausgeschaltet. When she woke up late in the morning light and the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. Not for catching sun. The beach and having fun. She's going to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow. All that she wants is another baby. Yeah. Emily Roberts! Thank you. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Und komm mich nochmal besuchen. Ich komme jederzeit gerne wieder rum. Und auch dank deiner Mama mal bitte für den Kuchen, der war super. Ich packe dir einen zum Mitnehmen für auf die Reise. Thank you. Oh ja, voll gerne, tatsächlich einfach. Ich danke dir. Danke.